Es ist das Jahr 1756. Obwohl immer größere Flächen an Getreide angebaut werden, leidet das Volk unter Hunger. Schuld daran ist das enorm starke Bevölkerungswachstum. Doch am Ende des Tunnels ist ein schwaches Licht zu erkennen, denn Friedrich der Große hat eine Idee, den Kartoffelbefehl. Aber bevor wir hier weitermachen, reisen wir erst einmal zurück ins Jahr 1531. Der spanische Entdecker Francisco Pizarro tritt seine dritte Reise zur Erkundung Südamerikas an. Mit ihm sind ein paar hundert Soldaten aufgebrochen. Zuvor schon hatten die Spanier Siedlungen in Venezuela, Argentinien und Kolumbien gegründet, darunter auch die Stadt Panama, in welcher die Spanier erstmals Gerüchte von einem goldreichen Land im Süden hörten. Auf der Jagd nach den Reichtümern aus den Erzählungen erreichten die Spanier schließlich Peru. Durch einige glückliche Fügungen war es den Spaniern möglich, das Land der Inka mit wenigen spanischen Soldaten zu erobern. Neben den gewonnenen Reichtümern machten sie aber eine noch viel wertvollere Entdeckung: die Kartoffel. Den Spaniern war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, was für eine Tragweite die Entdeckung dieser Pflanze in der Zukunft haben würde. Was hast du erbeutet? Diese Knolle. Du Hurensohn. Schließlich erreichte die goldene Knolle 1560 erstmals Europa. Das Potenzial der Kartoffel wurde von den Europäern aber nicht direkt erkannt. Denn die Kartoffel ist ein Nachtschattengewächs und andere dieser Gewächse wurden aufgrund ihrer berauschenden oder tödlichen Wirkung zu jener Zeit für Hexenpflanzen gehalten. Ein weiteres Problem war, dass die Kartoffel nie in der Bibel erwähnt wurde. Folglich erhielt die Kartoffel beim Volk wenig Beachtung. Irgendwann hat es die Kartoffel, oder wie sie damals genannt wurde, Kartoffel, dann auch nach Deutschland geschafft. So wurden 1647 in Bayern erstmals auf großen Feldern Kartoffeln angebaut. Allerdings ohne großen Erfolg, denn es folgte ein Gerichtsbeschluss, die Übermaß von solch neu eingeschlichenen Erdäpfeln in der ganzen Fahr abzuschaffen. Zu Deutsch also: Verpiss dich mit deiner Knolle. In der anschließenden Zeit wurden Kartoffeln fast ausschließlich in botanischen Gärten und vom Adel angebaut. Verwendungszweck: die Frauen haben sich die Dinger in die Haare gesteckt. Nein, nicht die Knolle, die Blüte der Pflanze. Und der Kartoffelanbau sollte auch weiterhin erst einmal non-existent bleiben. Bis Friedrich der Große 1756 den ersten von 15 Kartoffelbefehlen erließ. Operation Kartoffel des Königs war aber sogar noch viel komplexer. Neben den Befehlen und Hinweisen zum Anbau der Kartoffeln setzte er auch Pastoren ein, die den Anbau des Gemüses predigten und neue Erkenntnisse weitergaben. Außerdem soll er auf seinem eigenen Land Kartoffeln angebaut und diese Felder von Soldaten bewachen lassen haben. Ziel des Ganzen war es, die Bauern neugierig zu machen und die Kartoffeln als etwas Wertvolles darzustellen. Wenn die Bauern sich folglich erkundigten, warum das Feld bewacht wird, gaben die Soldaten die Auskunft, die Knollen seien für den König selbst bestimmt. Daraufhin sollen die Bauern das Gewächs in der Dunkelheit gestohlen haben und die Soldaten haben auf Befehl so getan, als würden sie die Diebstähle nicht mitbekommen. Durch das geweckte Interesse und die Aufklärung zum Anbau und zur Zubereitung der Kartoffel nahm der Kartoffelanbau schließlich zu. Zuvor hatten viele der Bauern wohl die Samen oder das Grünzeug der Pflanze gekocht und sich daraufhin geweigert, weiterhin Kartoffeln anzubauen, denn bis auf die Knolle ist die Kartoffelpflanze ungenießbar. Aber was macht den Anbau von Kartoffeln so viel besser als beispielsweise den von Getreide? Kartoffeln haben einen sehr viel höheren Ertrag pro Fläche, sie sind sehr viel resistenter gegen Frost und enthalten wenig Fett und viele Vitamine. Vor allem die durch die Kartoffel effizientere Nutzung der Ackerflächen war ein wichtiger Schritt, um die Hungersnot im Land zu bekämpfen. Aber nicht alles an der Kartoffel ist positiv. Irland im Jahr 1845. Die Kartoffel ist für den Großteil der Bevölkerung das Grundnahrungsmittel Nummer 1 und aus dem Alltag des Volkes nicht mehr wegzudenken. Doch dann bemerkten die Bauern, wie ihre Ernte plötzlich verdirbt. Ein Erreger, der sich von den USA ausgebreitet hatte, hat die irischen Felder befallen und die Bauern gingen ohne Ernte aus. Um weiterhin zu überleben, mussten die Bauern daraufhin ihre Vorräte plündern. Das Problem dabei ist, dass die Vorräte eigentlich das Saatgut für die nächsten Ernten darstellen. Nach 3 Jahren, in denen sich der Erreger immer weiter ausbreitete, waren die Vorräte der Bauern schließlich aufgebraucht. Sohn, gib Saatgut. Hier, den Rest habe ich gefressen. Schätzungen zufolge sind aufgrund der Katastrophe über 1 Million Iren verhungert und 1,5 Millionen ausgewandert. Das Ausmaß der Hungernot hätte so nicht stattgefunden, wenn man sich nicht so stark auf den Anbau der Kartoffeln in Monokulturen fokussiert hätte. Auch heute ist der damals aufgetretene Erreger noch existent und noch immer nicht ausgerottet. Dem Befall der Kartoffeln wird allerdings mithilfe von Pestiziden getrotzt. Eine weitere Hungersnot nach dem Ersten Weltkrieg führte zu dem Overrater Kartoffelkrieg. Durch die extrem starke Inflation und die Lebensmittelknappheit in den Nachkriegsjahren
kam es zu einigen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Stadtbewohnern und Bauern. Zu dieser Zeit kostete ein Zentner Kartoffeln etwa 3 Milliarden Mark. Aufgrund der Entwertung des Geldes versuchten die Stadtbewohner Kölns durch ihre Tauschgeschäfte mit den Overather Bauern an Kartoffeln und auch andere Nahrungsmittel zu kommen. Als die Bauern aber schließlich nichts mehr tauschen wollten, strömten die Kölner in die ländlichen Regionen, um mit Schaufeln und Spitzhacken die Kartoffeln auszugraben. Die Bauern gründeten, um der Bewegung entgegenzuschlagen, eine Dorfwehr, bewaffnet mit Mistgabeln und allem anderen, was sich als Waffe nutzen lässt. Die Masse an Stadtbewohnern war der Dorfwehr allerdings überlegen und konnte mit haufenweise Beute zurück in die Stadt fliehen. Doch die Bauern gaben sich nicht geschlagen und begannen die Aufrüstung. Mit ca. 1500 Mann war die Dorfwehr endlich in der Lage, die Kölner bei ihrem nächsten Feldzug aufzuhalten. Im November 1923 griff dann die französische Besatzungsmacht in den Konflikt ein und der Overather Kartoffelkrieg fand ein Ende. Bis heute ist die Kartoffel ein großer Bestandteil der deutschen Kultur. So liegt der jährliche Pro-Kopf-Konsum an Kartoffeln bei knapp 60 Kilogramm. Jeder kennt vermutlich den Ausdruck deutsche Kartoffel. Wenn man sich den Kartoffelkonsum im Vergleich zu anderen europäischen Ländern anguckt, macht der Ausdruck aber wenig Sinn. Im Jahr 2018 lag Deutschland gerade mal auf dem 13. Platz und damit sogar unter dem EU-Durchschnitt. Auf Platz 1 ist übrigens Lettland, die fressen fast doppelt so viele Kartoffeln wie wir. Ohne die Entdeckung der Kartoffeln durch die Spanier und die anschließende Einführung der Kartoffel in Europa wäre die Entwicklung der europäischen Länder wohl anders verlaufen. Denn die Kartoffel war der Grundstein, um die wachsende Bevölkerung überhaupt ernähren zu können. Und jetzt liked das Video und abonniert den Kanal. Thank you.